Hallo und seid gegrüßt zum Märkte und Trends Teil 1 hier bei der Aktionär TV. Unsere Themen heute zum Start in die neue Woche sind DAX, Porsche, Tesla und BYD. Ich habe bei mir die Experten von Märkte und Trends im Studio sitzen, Andreas und Samir. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Boris. Buenos dias. DAX nach der Frankreich-Wahl. Aktuell jetzt aber auch über 18.600 Punkte. Was ist dort passiert und was für einen Einfluss hatte dieses Ergebnis bisher auch auf den DAX? Und was erwartet ihr von dieser Woche? Also zunächst einmal, die Frankreich-Wahl ist nicht so ausgegangen, wie viele erwartet haben. Aber sie ist trotzdem chaotisch ausgegangen, denn es gibt keine klare Entscheidung. Es hat jetzt links vor rechts gewonnen, aber es ist eigentlich wurscht für den Markt, ob links, rechts, grün, was auch immer. Fakt ist, der Markt reagiert immer darauf, wenn Sachen eindeutig sind. Wir haben es in England gesehen, da waren sie sehr eindeutig, die Wahlen für die Labour Party. Und hier bei den Franzosen ist es halt so, keiner hat wirklich die Mehrheit. Das ist jetzt also ein Würfeln. Letztendlich ist es aber erstmal so, dass der Markt das so interpretiert, dass zumindest die radikalen Kräfte auch nicht durchregieren können. Und somit ist man jetzt erstmal so geeicht, dass man sich wieder ein bisschen wahrscheinlich auf die Amerikaner konzentriert und das Chaos dort. Man sagt sich eigentlich im Großen und Ganzen, noch steht Europa eigentlich ein bisschen besser da, weil es die stabileren Regierungen vor allem mit Deutschland noch immer hat. Denn Deutschland wird ganz sicher keine Neuwahlen vor dem November 25 sehen, nach diesen Erfahrungen. Und somit ist der Status quo erstmal durch. Wir sehen das in der Reaktion, dass der Markt sich jetzt wieder mehr auf die Fakten im en concreto konzentriert, halt auf Einzelwerte. Das sehen wir auch in unserem DAX-Zertifikat. Das liegt nämlich schon relativ gut vorne. Der DAX hat sich wieder aufgemacht zu den Hochs vom Freitag. Unser Turbo Call ist mittlerweile mit 13,4% im Plus. VM7UJA. Der Hebel reduziert sich natürlich mit dem steigenden Kurs. 4,6 ist er aktuell. Wir sind damit sozusagen zufrieden, dass es in die Richtung läuft. Wir sehen sehr stark, dass diese Porsche-Geschichte sich da jetzt ein bisschen einklingt, dass auch Versicherer wieder ein bisschen mehr hier mit unterwegs sind. Das heißt, die Geschichte mit dem Hurricane in der Karibik, der wird auch wieder so ein bisschen ausgebucht. Und wir sehen vor allem, dass auch die starken Werte des ersten Halbjahres, als da genannt werden, Rheinmetall und Commerzbank wieder am Kommen sind. Eine große Stütze für den DAX ist vor allem die SAP, die auf dem neuen Allzeithoch notiert, wo wir ja die ersten Zahlen in dieser Bilanzsaison aus dem deutschen Markt Ende Juli bekommen werden. Das wird sich also viel auch um diese Geschichte mit den Tech-Werten nächste Woche drehen, insbesondere was dann die SAP davon haben wird. Und insofern hat der DAX aus meiner Sicht bisher eher nochmal so einen kleinen Topic nach oben als nach unten. Samir, die Porsche, wirklich bisher eigentlich ein schlechter China-Absatz, aber es gab doch einige interessante News, was die Porsche halt betrifft und ihr habt diesbezüglich auch noch einiges vor. Genau, die Porsche wurde ja sehr, sehr stark abgestraft in den letzten Monaten. Wir haben sogar teilweise neue Tiefstände, Rekordtiefstände gesehen, aber jetzt in der Zwischenzeit sehen wir wieder eine deutliche Erholung. Hier ist natürlich der Automobilmarkt gerade bei uns für die deutschen Autobauer recht schwierig, weil einfach der schwächelnde Absatzmarkt in China fehlt. Und von daher haben wir ja die letzten Tage auch darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, Porsche dürfte durchaus interessant sein. Man sieht jetzt auch ja immer mehr und mehr, dass man so in Richtung Kooperation, Joint Venture geht, auch hier mit Varta zusammen. Die Aktie hat jetzt auch heute wieder recht freundlich reagiert, knapp mit 1,6% im Plus. Porsche sehen wir jetzt erst einmal, klar, kurzfristiger Natur mit so einer technischen Gegenbewegung Richtung 82 Euro. Wir sind aktuell knapp bei 72, also wir haben hier durchaus nochmal Luft nach oben, also roundabout knapp 15% bei der Aktie. Und wenn man sich mal auch den gesamten Verlauf in diesem Jahr anschaut, dann liegt die Aktie noch knapp mit minus 10% im Minus. Wir gehen davon aus, dass wir durchaus auch nochmal ein bisschen Luft und Potenzial nach oben haben. Und deswegen lassen wir uns auch die Position, die wir eingegangen sind, weiterhin offen. Vielleicht in diesem Zusammenhang auch gerade live oder während unserer Besprechung, den DAX planen wir eventuell zu verkaufen, weil wir unser Ziel Richtung 18,7 jetzt soweit leicht erreicht haben. Wir sind jetzt über der 18,6 und eventuell denken wir sogar an eine Umschichtung mit unseren realisierten Gewinn auf den DAX und die Porsche weiterhin aufzustocken, weil wir hier durchaus noch das Potenzial sehen, dass die Porsche Richtung 82 Euro geht. Die Wertpapierkennnummer Ulrich Marta 015F, der Hebel 2,87. Hier hatten wir eine ganz
kleine Mini-Position aufgenommen, also die erste Tranche. Wir werden jetzt wahrscheinlich schauen, mit dem aktuellen Zug, den wir hier gerade sehen, mit der Zugkraft, die hier herrscht, eventuell die Porsche aufzustocken und dann die Ziele Richtung 82 Euro soweit anzusteuern. Liebe Zuschauer hier bei der Aktionär auf YouTube, lasst es uns doch mal in den Kommentaren wissen, wie ihr aktuell die Entwicklung des DAXes und der Porsche seht. Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Ich gebe das Wort weiter an Andreas. Die Tesla, gibt uns dort für die Tesla noch mal ein paar Updates. Was steht auch in der nächsten Zeit noch mal an? Und Sami wird bestimmt auch gleich noch was dazu sagen. Er hat mich letzte Woche über ein paar Events gesprochen, die auch bei der Tesla so in den Startlöchern stehen. Ja, wir haben ja bevorstehend noch bei Tesla die Zahlen. Wir haben bevorstehend noch bei Tesla die Geschichte mit den Robotaxis am 8. August. Das alles steht jetzt so ein bisschen in Erwartung. Natürlich haben wir mit dem Chart, wir sehen es letzte Woche extrem, extrem gut zugelegt. Das waren fast 60 Dollar, die wir da gemacht haben. Also fast 30%, die Aktie zugelegt hat. Und damit bewegen wir uns ja auch auf unser Kursziel zu, die 260 Dollar zunächst einmal. Dass es dazwischen Konsolidierung zu geben wird, aktuell liegt die Aktie rund 1,5% im Minus vorbörslich, ist klar. Aber wir werden dieses Ziel 260 Dollar zeitnah aus meiner Sicht sehen. Unser Zertifikat, seht ihr gerade, da hat es sich gelohnt, dabei zu bleiben mit 86,6% im Plus, mit eben Hebel von 1,59, der sich natürlich mit den steigenden Kursen auch deutlich reduziert hat. Also wir sehen, dass bei Tesla nicht nur die Nachrichtenlage sich im Bereich des autonomen Fahrens aufbaut als interessantes Asset für die Anleger, sondern dass wir natürlich ja auch unter dem Stichwort KI immer mehr Informationen bekommen, die für Tesla sprechen. Ich denke, was immer interessant ist, dass Elon Musk, wie ihr ihn gerne hören möchtet, also Elon Musk, immer irgendwie noch was draufpacken kann, was die Entwicklung bei Tesla angeht. Und da geht es eigentlich nicht nur um die Kursfantasie, was er sich so alles möglicherweise noch an neuen Gadgets ausdenkt, sondern es geht auch einfach um praktische Politik. Zum Beispiel bemüht er sich ja auch, was das Thema Kostensenkung bei Tesla angeht, sehr darum, dass er dort produziert, wo es halt am günstigsten ist und dass er dort expandiert, wo es am aussichtsreichsten ist. Und das ist natürlich am günstigsten in Osteuropa zum Beispiel, aber es ist auch am günstigsten in Asien itself. Und am günstigsten ist es natürlich auch am besten in Asien abzusetzen. Und ich denke, wir werden da noch ein paar neue, wie gesagt, Nachrichten sehen. Das ist auch, was der Markt spekuliert. Er glaubt auch, dass da noch relativ viel, in Anführungszeichen, Unentdecktes ist. Und das bringt immer sehr viel Kursfantasie in so eine Aktie rein. Wir sind ja schon davon ausgegangen, dass der Status quo letztendlich mit den Kursen da um die 150, 160 Dollar weitaus eingepreist war, der schlechte Status quo. Und jetzt hat sich natürlich mit dem Beginn des neuen Jahres eben extrem mehr ergeben. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass das weiterläuft. Same, Elon Musk hat aber auch eine Kampfansage an ein paar Shortseller ausgegeben. Ja genau, nicht nur eine Kampfansage, also da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf. Also Tesla dürfte echt die spannendste Story wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren sein. Es geht tatsächlich um die Marktkapitalisierung, laut Katie Wood 8 Billionen. Elon Musk selbst spricht hier sogar teilweise von 20 Billionen US-Dollar. Es geht also um die Sparte von Tesla Energy beispielsweise, was die Megapacks betreffen. Die kommen viel zu wenig hier bei uns im Gespräch. Aber auch zusätzlich Optimus, ein riesen wird, also Zweig, den hier entsprechend Elon Musk noch mit enorm hohen Einnahmen generieren kann. Also sprich Haushaltsrobotik beziehungsweise auch die Optimus-Roboter in Firmen soweit, in Industrien einzusetzen, Arbeiten zu tätigen, die letztendlich dann auch für die Gesellschaft einen Mehrwert und Nutzen bringen werden für das Thema Effizienz. Dann aber auch zusätzlich bei Tesla selbst die Roboter-Taxis, das ganz große Event am 8.8. Und vor allem wird wichtig sein, wenn tatsächlich hier diese finale Lösung nur annähernd mit auf den Weg gegeben wird oder sogar vielleicht mit, ich sag mal, genauer besprochen wird von Elon Musk, dass man kurz davor steht oder möglicherweise vielleicht sogar auch tatsächlich, ich sag mal, mit den neuen Updates diesen Wurf gelingt, dann glaube ich schon, dass Tesla extrem stark nach oben katapultiert werden kann. Und dann dürfte durchaus, gerade was das autonome Fahren betrifft, also die Lösung für das FSD, also Full Self Driving,
durchaus die Aktie extrem nach oben katapultieren. Das wiederum, weil die Tesla natürlich, wie du schon sagtest, auch mit enorm hohen Shortquoten belegt ist. Es wurde auch zusätzlich so eine Kampfansage gegenüber Bill Gates ausgerichtet, dass er gesagt hat, selbst Bill Gates wird es also tatsächlich dann auch ordentlich rasieren, wenn man hier nach diesem Event noch Short-Positionen hält. Also man darf auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich glaube schon, dass Tesla durchaus dieses Potenzial hat, in den nächsten 5 Jahren zumindest noch deutlich weiterhin zu wachsen. Aber alles andere, das müssen wir jetzt erstmal mit dem Event 8. August abwarten. Andreas, letzter Wert, den wir heute noch besprechen wollen, ist die BYD. Die lassen die Zölle seitens der EU momentan sehr kalt, die Aktie. Weiterhin sehr stabil. Woran kann das liegen und wurde damit gerechnet? Ja, es liegt eigentlich daran, dass BYD, wir haben es ja schon öfters gesagt, so das Unternehmen ist, das hier als Jäger auftritt und das am meisten auch letztendlich als Wettbewerbssieger hervorgeht. Das ist, was das Massenfahrzeug angeht, das geht vom Preis her. Vom Preis her sind die Leute hier in Europa gerade sehr, sehr, sehr sensibel, aber auch in China. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach hervorragend bei BYD, wenn man sich das Stand jetzt anschaut. Natürlich bewegt sich der Markt weiter. Sie sind also Wettbewerbs-Primus, so haben wir es richtig ausgedrückt. Und aus dem Grunde glaube ich auch, dass wir, wenn wir hier weitere Zahlen von BYD bekommen, noch mit höheren Kursen zu rechnen haben. Was wir natürlich noch nicht so einberechnet haben, ist, dass, wie gesagt, die chinesische Regierung möglicherweise auch noch aktiv wird. Sollten wir so einen Zinssenkungszyklus seitens der Amerikaner demnächst bekommen, dann wird auch die chinesische Notenbank aktiv werden. Die warten nur darauf, dass das passiert. Das würde natürlich den Unternehmen auch nochmal einen Schub verleihen, sozusagen, gerade was zum Beispiel die Kreditierung von Fahrzeugen angeht, was ja auch, oder Finanzierung von Fahrzeugen angeht, was ja auch sehr wichtig ist. Also wir sehen die Aktie weiter oben. Unser Zertifikat in der Richtung ist auch schon sehr schön gelaufen, ist plus 27%. Hier ist es nochmal eingeblendet mit der Kennnummer ME7ZH3 und dem, auch wie immer, gewohnten kleiner werdenden Hebel von 1,69. Kursziel bleibt in der Aktie der Bereich von 260 Hongkong-Dollar. Da sei aber nochmal darauf verwiesen, dass wir in dem Zertifikat ja schon ein bisschen drin sind, dass man, wenn man hier die notwendige Geduld, siehe Tesla, mitbringt, auch wirklich reichlich belohnt wird. Wir reden zwar jetzt hier nur von 30 Hongkong-Dollar, das sind so 10-12%, aber sieht sehr gut aus. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen. Also wenn man sich alleine diese Patentanmeldung sieht in den letzten Jahren, ich glaube roundabout knapp 46.000 Patente, die hier angemeldet worden sind, 30.000 sind soweit durchgegangen. Täglich BYD roundabout knapp 15 Patente. Also man sieht also bei China, wie sich das Land immer mehr und mehr dazu entwickelt, Vorreiter zu werden, statt irgendwelche Kopien vorzunehmen. Natürlich sind die Fahrzeuge irgendwo so ein bisschen leicht angehaucht an den europäischen und US-amerikanischen Fahrzeugen. Nichtsdestotrotz sind sie sehr kreativ, sehr innovativ. Und vor allem gehen mit Vollgas an die Sache ran. Wenn man sich alleine die einzelnen Fahrzeugmodelle anschaut bei BYD, das ist schon wirklich sehr gigantisch, was in den letzten 10 Jahren tatsächlich alles sozusagen produziert wurde und was noch auf den Markt kommen wird, angefangen von BYD Sharks, also Shark oder BYD Dolphin, aber auch die ganze S-Reihe, also die, die Luxussparte. Das ist schon sehr beachtlich, was hier vorgenommen wurde in den letzten 10 Jahren. Und von daher, wenn überhaupt ein E-Fahrzeuganbieter wirklich eine Chance hat gegen Tesla, dann ist es BYD, aber nicht im Bereich der Software- und KI-Entwicklung, sondern tatsächlich in der E-Sparte beziehungsweise auch in Kombination der Hybridfahrzeuge. Von daher, Tesla sollte man, beziehungsweise BYD sollte man auf jeden Fall auch unseres Erachtens nach parallel mit positioniert bleiben. Dann sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei euch beiden und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Aber das war ja nur Märkte und Trends Teil 1. Teil 2 gibt es um 14.15 Uhr auf heavytraders.live. Den Anmeldelink findet ihr auch hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Und heute um 14.15 Uhr im Livestream geht es um Bitcoin, MicroStrategy, Coinbase. Aber wir werden auch nochmal einen Blick auf die Warta werfen. Von daher sind das sehr spannende Themen. Seid auf jeden Fall mit dabei heute um 14.15 Uhr auf heavytraders.live. Und wir freuen uns auf euch. Bis später.